Oh Mann. Hallo Bert, was hast du denn da? Oh, hallo Ernie, ich habe gerade dieses Geschenk eingepackt. Was, ein Geschenk? Oh Bert, das ist aber eine Überraschung. Wirklich, die ist dir gelungen. Und das an einem ganz gewöhnlichen Tag. Das war doch wirklich nicht nötig. Was ist das denn? Warte mal, Ernie, das ist anders. Nein, nicht verraten, nicht verraten, Bert. Dann verdirbst du mir die Überraschung. Ich werde raten, was es ist. Ich weiß, ein neuer Eishockeyschläger. Nein, Ernie, es tut mir leid. Woher wusstest du, dass ich einen neuen Eishockeyschläger brauche? Warte, ich bin gleich wieder da. Nein, du lässt mich ja gar nicht ausreden. Lass mich doch mal zu Worte kommen. Aber Ernie, hör. Du, Ernie, das ist... Hör doch mal. Tja, freut euch des Lebens, juppidodido. So, nun habe ich meinen Eishockeyhelm auf. Nun kann ich auch meinen neuen Eishockeyschläger auspacken. Nein. Nein? Kein Eishockeyschläger. Kein neuer Schläger? Nein, nimm diesen dämlichen Eishockeyhelm ab. Es ist kein Eishockeyschläger. Also kein neuer Schläger. Aber sag nicht, was es ist. Ich will's raten, wenn es schon kein Schläger ist. Ernie, da drin ich werde es dir auf keinen Fall verraten. Da kann nur sein ein Kuchen. Nein, 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 es ist ein Ernie, Kuchen. Lass mich ich weiß ganz genau, Bert, es ist ein Kuchen. Bisschen Geduld, bin gleich wieder da. Oh nein, Ernie. Aber Ernie, ich habe wirklich keine. Na schön, aber... Hey, nun hör mal. Nun habe ich mir mein Lätzchen umgebunden. Hier ist meine Gabel. Und los, schon wird der Kuchen gegessen. Oh, nein, Ernie, lecker. Hör doch mal. Was? Es ist kein Kuchen da drin. Oh, also Ernie, kein Kuchen? Dann Ernie, weg mit dir. Sei still, Bert, du ich rate weiter. Du brauchst weiter zu raten. Hör auf mit raten. Nein, nein, nichts verraten, denn... nichts verraten, Bert. Das soll eine Überraschung bleiben. Und ich will ganz allein darauf kommen, was da drin ist. Hör ganz mal ruhig. Zu. Ich weiß schon, was es ist. Es ist eine neue Nachttischlampe, die ich neben mein Bett stellen kann. Nein, damit ich abends im Bett immer lesen kann. Das ist eine prima Idee von dir. Ich komme gleich wieder. Es hat keinen Zweck. Es ist keine neue. Aber Ernie, es ist... Nein, bitte, es ist keine Hier sehen Sie das erste Buch, das ich beim Scheine meiner neuen Nachttischlampe lesen werde. Keine Lampe. Keine Lampe? Richtig geraten. Nichts mit Lesen? Nein. Es ist keine Lampe, kein neuer Eishockeyschläger, kein Kuchen. Also hör bitte endlich auf zu raten, Ernie. Ja, Bert, du hast recht. Du hast wieder mal endlich. Völlig recht. Wird auch Zeit. Denn wenn ich rate, was es ist, dann verderb ich mir die Überraschung. Ernie, also mach das ich's kommt auf. Überhaupt nicht in Frage, denn... gleich bitte, weiß ich Ernie, es. Ernie, bitte mach es nicht auf. Bitte, Ernie, du weißt ja nicht, was du tust. Lass mich doch endlich mal erklären, was da drin ist. Dieses Geschenk ist nicht für... Ernie, du... Hey, das ist ja... Das ist ja... Ist ja ein Hut. Ja. Mit einem Schleier. Ja. Und mit Blumen obendrauf. Ja. Ja. Wirklich, Bert. Jetzt bin ich sehr überrascht. So? Ja. Weißt du, soll ich dir mal sagen, wer noch sehr überrascht sein wird? Na? Meine alte Erbtante Mathilde. Ach, wirklich? Ja, denn die hat sich schon sehr auf diesen Hut gefreut. Auf einen Hut mit Schleier und mit Blumen obendrauf. Ah. Oh. Sag mal, hast du für sie denn auch so einen gekauft? Nein.